Willkommen bei CSR Automotive. In erster Linie will ich mich recht herzlich bei euch bedanken für die enorme Nachfrage unserer Produkte. Es war uns kaum möglich, die Sachen rechtzeitig genug zu produzieren. Es kam zu Verzögerungen und da möchte ich mich natürlich auch nochmal entschuldigen dafür und auch, dass wir hier jetzt auch gar keine Zeit hatten, irgendwelche Videos für euch zu machen, Neuentwicklungen zu präsentieren. Es ist so viel noch in der Pipeline, aber letztendlich kommen wir einfach aktuell gar nicht dazu. Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen besser, die Lieferzeiten werden ein bisschen besser. Also jeder, der noch keinen Spoiler hat, empfehle ich jetzt zuzuschlagen. Und jetzt hatten wir auch ein bisschen Zeit, mal wieder das Thema Neuentwicklungen anzugehen. In dem Fall für den Audi A4 B8 Avant. Aktuell, denke ich mal, ein unglaublich gutes, gebrauchtes Fahrzeug. Der eine oder andere wird ihn haben und deswegen, denke ich mal, auch Interesse haben. Wir haben dafür in erster Linie jetzt, und das zeigen wir euch in dem Video, einen Heckflügel. Und den ganzen Heckflügel, so wie wir es jetzt bei den anderen auch schon hatten, dreiteilig. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, den Heckflügel nach oben zu erweitern und eben seitlich noch mit solchen Luftleitfinnen zu versehen, wie das jetzt eben die ganz neuen Modelle haben. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, der B9 hat es jetzt zum Beispiel und wahrscheinlich auch die nächste Generation wird dann auch diese seitlichen Finnen haben. Also da könnt ihr im Endeffekt nachrüsten. Es gibt es wieder in den verschiedenen Oberflächen. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, das Probe zu montieren und zu verbauen. So, ich habe ja, glaube ich, schon mal erwähnt, also es wäre dann auch einzeln verbaubar im Übrigen. Dann legen wir das mal, fangen wir mal damit an. Das hier ist übrigens das matte Material. Haben wir uns gedacht, jetzt verbauen wir mal das matte Material. Das war hier gewünscht, denn das Dunkelblau sollte besser mit den matten Komponenten harmonieren. Wenn ihr den Heckflügel hier anbaut, kontrolliert natürlich einerseits die Passform und dann auch noch so Sachen wie dritte Bremsleuchte funktional. Also man sieht ja hier wunderbar, die ist noch zugänglich und kann noch entsprechend abstrahlen. Das ist natürlich ganz wichtig, weil jedes Auto, was eine dritte Bremsleuchte hat, muss die dritte Bremsleuchte auch funktionieren. Und im Übrigen, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber so ab 2000 oder so mussten die dann auch eine haben. Ja. So, Passform würde ich sagen, ist ganz cool. Und dann schauen wir mal, was die kleinen Flügelchen dazu oder die Luftabweisfinnen dazu machen. So, genau, das wäre im Endeffekt das Montagekonzept hier. Und das ist halt das Coole, ihr könnt im Endeffekt hier das entweder so verbauen, wenn ihr das schöner findet, oder eben so. Oder genauso eben einfach nur so. Da hat dann jeder die Wahl. Was wir momentan anbieten, ist das Komplettset. Später wird es dann auch noch aufgeteilt in nur Finnen und Finnen mit Flügel oder nur Flügel und ohne Finnen. Und ja. Dann Passform, würde ich sagen, ist soweit geprüft. Ja. Dann machen wir mal sauber das Ding hier. Wenn ihr jetzt die Sachen einzeln bestellt, wir haben das jetzt gerade mal diskutiert, den Ausschnitt hier für die Finnen machen wir rein. Wieso? Erstens habt ihr die Möglichkeit dann, ohne dass ihr den Spoiler wieder demontieren müsst, abzugraden und es fällt kaum auf eigentlich. Ne? Und es ist dann auch für uns organisatorisch einfach besser, wenn wir da ein Produkt pflegen. Sonst haben wir es beim einen vergessen, beim anderen nicht und ja, also. So im Endeffekt ist dann der Plan. Was machen wir als erstes eigentlich dran? Ist ja eigentlich egal, wie rum, oder? Theoretisch ist es egal, dadurch, dass der Ausschnitt ja da ist. Es ist ja sowieso unproblematisch. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal nur die Finnen dran. Ja.
Macht euch da einfach so ein paar Laschen dran, dass ihr das Trägerband ordentlich abfummeln könnt. Ansonsten der Dinge mal positionieren. So, hier haben wir natürlich einen kleinen Spalt, der ist auch gut und wichtig, denn alles bewegt sich ja so ein bisschen an so einem Fahrzeug. Wenn es Presswurst ist, dann haben wir das Problem, dass hier unnötige Reibungen entstehen, die auf den Lack schlagen womöglich. Außerdem arbeitet auch ein bisschen der Kunststoff, also darf man auch nicht vergessen, die Thermokunststoffe, also bei 100 Grad in der Sonne, Brandy, du weißt es von der Seitenscheibenblende, wird die halt einen Ticken größer. Also deswegen hier ruhig einen kleinen Schlitz lassen. Das passt ja auch zu den anderen Fugen hier, ne? Und hier unten passt es ja auch soweit ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, ich drücke, Sie ziehen. Ja. Schön andrücken. 500 Kilo pro Quadratzentimeter. Na, nicht ganz. Auch zart beiseite, wir können das machen, ne? Ja, ist kein Problem. So, gut, haben wir die eine Seite schon? Ja. Easy going, ne? Cool, ich finde es auch so schon ganz geil, muss ich echt sagen. Also für alle, die sagen hier, Familienbomber bleibt Familienbomber, die machen sich also einfach nur die Dinger dran. Bei weiß und schwarz glänzend. Ja. Genau, weiß, schwarz glänzend wäre natürlich ganz geil. Wie gesagt, hier haben wir da halt versucht, so ein bisschen den Kunststoff, den wir jetzt hier haben, den wir hier haben, so ein bisschen zu wiederholen. Aber habt ihr ja vier Möglichkeiten bei uns und fünf. Ja. Ja, stimmt, fünf Möglichkeiten und lackieren könnt ihr es natürlich ohnehin in jeder Farbe. Wichtig ist, dass wir hier einen ordentlichen Kontakt haben, ne? Weil die Luft kommt natürlich, wenn hier nicht ordentlich geschlossen und angedrückt ist, könnt ihr den natürlich durch den Fahrtwind da ein bisschen aufstellen. Wäre nicht so ideal. So, und fertig ist das gute Stück. Brandy, was sagst du? Super. Passt, ne? Ach, das passt auch gar nicht schlecht, dieses strukturierte Mattematerial mit den Kunststoffeinlagen, die das Fahrzeug standardmäßig dran hat. Ist mit Sicherheit keine schlechte Kombination. Aber wie ihr wisst, haben wir das ja genauso in Glossy Carbon, Matt Carbon oder eben dann in wahlweise in eurer Farbe zu lackieren. Der Spoiler hier modular, entweder obere Schale, untere Schale. Ihr könnt es gleichzeitig drauf montieren. Ihr könnt euch Zeit lassen, eine Saison so fahren, eine Saison anders fahren. Einfache Montage, natürlich das Ganze dann auch mit ABE anbauen, einfach und losfahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der Brandy macht jetzt dann noch einen kleinen Carporn damit oder einen kleinen Circle damit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über wohlwollende Kommentare, ein Like, ein Abo. Und in diesem Sinne, bis demnächst. Danke, ciao.